willkommen zur heutigen Pressekonferenz zum Bundesliga-Frühjahrsauftakt. Darf ich mich begrüßen, unseren Cheftrainer Nestor El Maestro und Lukas Jäger. Wie gewohnt vorab Ticket-Infos, 7000 Tickets sind verkauft für das Heimspiel. Da geht noch ein bisschen was nach oben. Tageskartenbesitzer bekommen vergünstigten Eintritt auch für das 99ers-Spiel, das ja gleich im Anschluss dann nach unserem Spiel stattfindet. Deshalb auch von uns die Empfehlung, bitte öffentlich anreisen. So kommt man auch bequem ins Stadion und hat keine Probleme mit dem Parkplatz. Nestor, einige Spieler sind gesperrt am Sonntag für das Spiel. Ist das eine mögliche Chance für die Spieler, die sonst auf einen Startplatz warten? Jein. Also, es ist so, dass mit den Sperren und seine oder andere Verletzung, ich glaube, über die Hälfte der Startelf wird ja anders sein im Vergleich zum letzten Ligaspiel. Das ist natürlich ein Brett, aber ich bin guter Dinge, dass sowohl unser Kader als auch unsere Jugendarbeit gut genug ist, das zu verkraften. Und werden wir am Sonntag herausfinden. Es werden jetzt nicht allzu viele total unbekannte Namen in der Startelf stehen. Deswegen diese lange Warten und so weiter. Das sind ja bei uns, hat, glaube ich, von den gestandenen Spielern jeder mindestens einmal schon in der Startelf gespielt diese Saison. Auch ohne Sperren und Verletzungen der Konkurrenz. Das heißt, wir sind da gut in der Breite ordentlich aufgestellt. Und es ist natürlich nicht ohne 4, 5, 6 Stammspieler zu ersetzen, aber es macht mich jetzt auch nicht sonderlich nervös. Lukas, du bist schon eine Zeitl da, hast jetzt schon im Pflichtspiel miterlebt, bist dann gewechselt worden. Wie waren die ersten Eindrücke, sowohl in der Mannschaft als auch was das tägliche Leben in Graz betrifft? Ja, die ersten Eindrücke waren sehr positiv. Also die Mannschaft hat mich super aufgenommen und hat es mir relativ leicht gemacht, um mich da relativ schnell integrieren. Die ersten Eindrücke sind gut, also ich war 2-3 Mal in der Stadt, schöne Stadt, denke ich, und das lässt sich sicher aushalten hier. Dankeschön, ich bitte um Ihre Fragen an die beiden, das Mikro ist gleich unterwegs. Herr El Maestro, Sie haben nach der Partie gegen den LASK von einem guten Spiel gesprochen. Welche positiven Aspekte kann man für das Spiel gegen Mattersburg mitnehmen? Keine, das wird total anders und das Spiel war auch letzte Woche. Wer sich über das Spiel unterhalten möchte, hätte ja nach Linz hinfahren sollen. Also ist ein bisschen mühsam, eine Woche drauf immer Fragen zu beantworten vom letzten Spiel. Tue ich trotzdem, weil du hast so sympathisch im Gesicht. Das Spiel wird total anders. Es ist erstmals ein anderer Wettbewerb, wir sind zu Hause, total andere Gegner. Das, was ich gut fand, war Einsatzbereitschaft, Wille, Laufintensität, Zweikampfstärke. Und im ersten Spiel nach einer Vorbereitung hat das für mich eine große Wert. Und, ich weiß, was das betrifft, sind wir gut beieinander. Zum einem erfolgreichen Fußballspiel gehört natürlich auch viel mehr wie nur diese physische und mentale Parameter, aber ich hoffe, dass wir sie auch mehr auf den Platz bringen, jetzt am Sonntag, wie letzte Woche gegen LASK. Weitere Fragen? Nestor, eine Frage, die du sicher sehr, sehr schätzt. Selbstlob. Wer wird nachrücken? Jetzt bestehen ja für manche wirklich eine gute Chance und vielleicht war in der Vorbereitung auch schon bei gewissen Spielern die Motivation sehr hoch. Kannst du wenigstens 1, 2 Namen nennen, die am Sonntag mit Sicherheit nachrücken werden? Nein, weil ich mag es nicht, wenn meine Spieler ja, so ein bisschen der Spannung verlieren, wenn ich das merke, ist für mich immer so Alarmsituation und auch bei Ihnen als Journalisten,
ich möchte nicht, dass ihr faul werdet. Also ich wusste schon während der Vorbereitung, dass wir haben einen sehr schwierigen Auswärtspokalspiel als erstes und einen sehr besonderen Heimspiel in der Liga als zweites mit vielen Sperren. Und wenn man die Aufstellungen in die Vorbereitung studiert, kann man, finde ich, schon Schlüssel ziehen, wie ich schon damals gemeint habe, wer spielt im Mittelfeldzentrum, wer spielt rechts, wer spielt links. Ja. Herr El Maestro, Sie haben in Ihrer Trainerkarriere erst einmal ein Pflichtspiel gewinnen können, nachdem Ihr Team mit 0-1 in Rückstand gelegen ist. Was dürfen wir uns erwarten, sollte das gegen Mattersburg der Fall sein? Können Sie mittlerweile den spontanen Plan B? Weiß ich nicht, also das ist ja spontan oder... Vielleicht passiert es. Also es hört sich extrem schlecht an, diese Statistik. Aber viele anderen hören sich extrem gut an bei mir. Und der Grund dafür ist weder, dass ich besonders gut noch schlecht bin, sondern dass, wenn man Schlüssel zieht aus einer sehr geringen statistischen Anzahl an Spielen oder anderen Daten in anderen Jobs, du kannst die so oder so lesen. Ja. Dass die brisante Statistiken bei mir entstehen nur deswegen, weil wir reden von, weiß ich was, mittlerweile 50 Spiele als Cheftrainer. Und da wird es immer Besonderheiten geben. Und, nur ein Spiel gedreht zu haben, hat zu 99% damit zu tun, dass der Rückstand extrem selten der Fall ist bei mir in meiner Trainerkarriere gewesen. Also das wusstest du aber schon vorher, glaube ich. Oder wie viele Spiele hast du dir da ausgesucht, die ich nicht getrennt habe? Also 4 von 5 nicht geschafft zu trainieren. Okay. Eine Frage an den Lukas. Funktioniert das? Ja. Geht da ohne. Welche Position hast du in den letzten Tagen am meisten trainiert? Ich habe beides trainiert, also auf der 6 und auch als Innenverteidiger. Ich denke, ihr werdet es mir auch kennen, ich bin da ziemlich flexibel, ob ich da im Zentrum spiele oder Innenverteidiger, das macht mir nicht so viel aus. Und es wird spannend. Gut geantwortet. Gut gefragt auch. Eine Frage nach einem Nestor. Wie magst du die 14.30 Uhr Termine am Sonntag? Was hältst du von dieser Zeit? Ich war bekanntlich kein Spieler. Also ich glaube, das hat mit Energielevel zu tun. Ich höre, dass viele Spieler lieber abends spielen. Da fühlt man sich irgendwie, weiß ich jetzt nicht. Also, 11 Uhr zu spielen, wie manchmal in England oder 14.30 Uhr, scheint mich von der Physis her ein bisschen zu früh, aber ich bin auch Nachtmensch. Mir persönlich ist das hervorragend, wenn wir gewinnen. Weil es ist ja... Das war ja schon einmal so. War ja schon einmal so, glaube ich. Und das ist dann zu einer vernünftigen Zeit irgendwie vorbei, wo man den Abend noch richtig genießen kann mit einem schönen Abendessen oder so. Ja, im umgekehrten Fall ist es eigentlich noch schlechter, ja. Nestor, du hast vorher gesagt, es ist ein ganz besonderes Heimspiel, nicht nur aufgrund der Ausfälle und aufgrund der Sperren. Es ist auch ein besonderes Heimspiel gegen Mattersburg, jetzt das 4. Mal in Folge, der Frühjahrsauftakt. Mattersburg hat von diesen Frühjahrsauftaktspielen bis jetzt keines gegen Sturm verloren. Ganz zu Beginn hast du gesagt, es macht nicht nur die Physis aus, dass man gut spielt. Wie muss man jetzt gegen Mattersburg auftreten, damit man ein gutes Spiel erreichen kann? Am liebsten so, dass man sofort die Glaube des Gegners wegnimmt, dass es
möglich ist, Punkte mitzunehmen nach Mattersburg. Das ist aber grundsätzlich immer der Wunsch in ein Heimspiel. Das Spiel ist für mich persönlich und auch für die Mannschaft viel bedeutsamer, als es von außen scheint. Jedes Spiel ist natürlich wichtig. Ein Auftaktspiel ist immer vielleicht gefühlt ein bisschen wichtiger wie sonst einer. Für uns ist das also ein Finale, ein Spiel Leben und Tod oder wie auch immer. Extrem wichtig und wir wissen warum. Ich glaube, dass 14.30 Uhr in der kalten Jahreszeit bei gutem Wetter, was sein wird, ein guter Termin ist. Aber abgesehen davon, wird Kirill Despotov zumindest von der Bank, falls es das Spiel nötig macht, eingreifen können? Ist er so weit, dass er zum Beispiel in gewissen Phasen dann von der Bank noch kommen kann? Oder wird er kaum im Kader sein können? Also grundsätzlich ist Kirill kein Spieler von der Bank, würde ich sagen. Also entweder Startelf oder gar nicht. Startelf oder nicht? Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, danke ich fürs Kommen und alles Gute am Sonntag.